Hey, wir sind nicht ab 1, 2, 3. Hey, wir sind nicht ab 1, 2, 3. Eigentlich ist Synchronschwimmen ein Teamsport, aber es gibt natürlich verschiedene Kategorien. Man kann das Einzelne schwimmen, Solo, das Zweite, das Duett, das Achte im Team oder sogar das Zehnte in einer Kombo. Novizen sind die allerersten, die am Wettkampf schwimmen dürfen, die zugelassen sind an den Wettkampf. Da trainieren wir schon eine kleine Kür mit Musik, Choreografie, wie auch Pflicht und Beweglichkeit, Ausdauer, Lungenvolumen wird aufgebaut. Ja, alles, was dazugehört. Wir nehmen die Kinder ab 6 bis jede Altersklasse drauf. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, was sie mitmachen, ist können schwimmen, Minimum 25 Meter am Stück, ohne die Wand zu berühren, und dann sind alle herzlich willkommen. Die kleinen Mädchen, wie auch die Grösseren, die müssen schon anfangen, länger zu tauchen. Jetzt die Kleinen fangen an bei so 10 Meter, also 5, 10 Meter. Die Grösseren müssen dann sicher 50 Meter können tauchen. Und in der Kür darf man aber nicht länger als 45 Sekunden unter Wasser bleiben, das ist im Reglement so. Aber eine Kür geht auch 3 Minuten bis 4. Und zwischendurch muss man nur 1 Sekunde Luft holen, also kann man eigentlich sozusagen die ganze Zeit unter Wasser sein und einfach zwischendurch ein bisschen Luft holen. Also ich finde Synchronschwimmen ein cooler Sport, weil man einfach viel Zeit miteinander verbringt. Mir gefällt Synchronschwimmen sehr, weil man lernt sehr viele neue Techniken und die kann man dann auch ausprobieren. Also es ist halt toll, so viel Zeit mit dem Team zusammen verbringen, und man kommt halt sehr viel Wettkampferfahrung über. Beim Synchronschwimmen braucht man sehr einen grossen Teamgeist, damit das Team gut wird. Mir gefällt es sehr, der Verein ist wie eine zweite Familie für mich geworden. Es ist ziemlich faszinierend, wie etwas so einfach aussehen kann, aber so streng kann sein. Ich freue mich beim Synchronschwimmen immer auf jedes Training. Man knüpft viele Freundschaften. Man findet Freunde. Es ist eigentlich sehr streng. Es ist cool, die Kür zu machen. Als ich mit 7 angefangen habe, ist natürlich die glitzernden Badhösli, die Schminke, die gelierten Haare und das ständige Lächeln und das Bewegen im Wasser war natürlich wunderschön. Mit der Zeit hat es natürlich immer mehr angefangen, die Wettkampferfahrungen, die Wettkampf, der Reiz, den inneren Schweinehund zu überwinden und natürlich Medaillen zu holen. Und auch jetzt am Schluss ist es halt wirklich der Spass, den ich daran habe, und mich im Wasser zu bewegen, zu der Musik zu bewegen, mich ausleben, wie einen kleinen Tanz allen Leuten vorzeigen. Marisa, nicht so! Also das Kind wird sicher lernen, Freude haben am Wasser, viel zu schwimmen im Wasser. Die koordinativen Fähigkeiten werden extrem gefördert in dem Sport, weil man muss immer 2-3 Sachen miteinander machen können. Man muss den Kopf und zum Beispiel Beine oder wirklich der Körper wird durch das gefordert. Und wir probieren vor allem auch bei den Kleineren, wirklich, dass wir noch Spass machen. Wir probieren auch immer wieder das Training unterschiedlich zu gestalten und alles. Und ja, eigentlich mehr halt, wer Freude hat im Wasser, ist herzlich willkommen.